Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal geht es um das Thema Rigify. Wir haben bereits gelernt, wie wir ein Custom Rig erstellen können. Das bedeutet ein Rig, mit dem wir einen Charakter wie diesen hier komplett mit eigenen Möglichkeiten erstellen können und daraufhin unseren Charakter steuern können. Es gibt aber auch ein Blender-Add-on und das nennt sich Rigify. Das könnt ihr über Edit, Preferences, Add-ons und dann Rigify aktivieren. Einfach den Haken hier setzen und es ist dort. Als erstes müsst ihr sicherstellen, dass unser Scale passt. Wir schauen, ob Scale überall bei 1 ist und ob die ungefähre Größe von unserer Frau passt. Dann haben wir bei den Objects ein Body, zwei Augen, die getrennt voneinander sind, dann die Haare, die Wimpern oben, Wimpern unten sowie den Mundinnenraum. Mehrere Objekte sind kein Problem. Als nächstes erstellen wir ein Rig mit Rigify. Dafür den Cursor, den 3D-Cursor, unten ins Zentrum setzen. Das lässt sich auch mit Shift und C gleichzeitig machen. Als erstes müssen wir ein Meta-Rig erstellen. Dafür gehen wir auf Shift A, Armature, Human Meta-Rig. Ein Meta-Rig ist die Grundlage, auf derer ein Control-Rig erstellt wird. Wir erinnern uns an unser bisheriges Tutorial, in dem wir ein eigenes Rig erstellt haben. Dort haben wir alle Knochen selbst gesetzt und daraufhin eine Inverse-Kinematik draufgebaut. Dazu haben wir noch zusätzliche Bones erstellt, die dann zur Steuerung nötig waren. Diese Bones haben wir dann mit einem Custom Shape versorgt. Das bedeutet, dass wir ihnen eigene Formen gegeben haben, um sie leichter wiederzufinden. Bei Rigify funktioniert das anders. Wir bauen ein Base Rig, das aus diesen Deform Bones dann besteht und diese Deform Bones werden dann später nicht mehr sichtbar sein. Denn aufgrund der Position dieser blauen Deform Bones wird dann ein Control Rig erstellt. Das ist dann eine zweite Armature, die dann nur die Deform Bones, die dann ausgeblendet sind, steuern wird. Das bedeutet, als allererstes müssen wir dieses Meta Rig so positionieren, dass es perfekt auf unseren Charakter passt. Und daraufhin fixieren wir das Ganze und erstellen dann ein Control Rig. Und danach wird erst der Charakter an das Control Rig gebunden. Das hier ist dann sozusagen der Bauplan, aufgrund dessen das Control Rig automatisch generiert wird. Damit wir sehen, wie unsere Knochen sich wirklich darstellen, dann können wir hier unten beim Armature Viewport Display in Front setzen. Somit ist unser Rig immer im Vordergrund, egal ob es im Charakter verschwindet. Als nächstes möchten wir unser Rig verkleinern. Wir beginnen jetzt mit den Armen und den Beinen. Dazu gehen wir in den Edit-Modus und schalten die Symmetry rechts oben an. Mit dem aktivierten Mirror rechts oben können wir die einzelnen Knochen in ihre Größe verändern und in ihre Höhe. Wir positionieren sie so, dass unser Schultergelenk ungefähr hier ist, wo wir auch die Drehung haben möchten. Dazu können wir auch die einzelnen Tail und Heads so verändern, wie wir es benötigen. Mit einem Shift-Rechtsklick könnt ihr den 3D-Cursor genau dahin setzen, wo ihr die Rotation möchtet und sie dann nach oben stellen. Beachtet auch, dass ihr immer in die Draufsicht wechselt, um es noch etwas näher anzupassen. Bei den Fingern in der Seitenansicht lohnt es sich, wenn wir einzelne Knochen ausblenden, damit wir besser sehen, woran wir arbeiten. Und somit könnt ihr den einzelnen Zeigefinger genau so positionieren, wie ihr ihn benötigt. Um euch die Arbeit noch zu erleichtern, markiert genau die Kette, die ihr bearbeiten wollt und drückt Shift H, um den ganzen Rest auszublenden. Ungefähr so sollte dann eure Hand aussehen. Solltet ihr bereits leicht gebogene Finger bei eurem Modell haben, tut ihr euch ein bisschen leichter. Achtet darauf, dass ihr den Roll, also die Eigendrehung von euren einzelnen Bones, nicht zu stark manipuliert. Ansonsten müsst ihr viel fixen später, denn die Richtung, in welche sich dann die Gelenke beugen können, ist aufgrund des Rolls gesetzt. Achtet darauf, dass ihr die Ellbogen nicht zu weit hinten oder zu weit vorne habt, sondern einigermaßen mittig. Spätestens jetzt seid ihr dankbar um eure Mirror-Funktion. Ansonsten müsstet ihr die zweite Hand zusätzlich nochmal neu machen. Als nächstes widmen wir uns den Beinen und den Füßen.
Hierbei beim Knie ein Stück weiter nach vorne. Ansonsten habt ihr einen starken Knubbel, der übrig bleibt hier vorne am Knie, wenn ihr hier einknickt. Und es begünstigt die ganze Sache, wenn ihr im Mesh hier mehrere Edge Loops habt, damit das Mesh ineinander verschwinden kann. Denn beim Knie haben wir eine sehr starke Beugung, da wird sehr viel Material hier ineinander verschwinden müssen. Den Fußknochen ein Stück weiter nach oben, ungefähr hier. Dort soll sich dann die Biegung bilden. Das bedeutet, hier soll dann das Material verschwinden. Das bedeutet, wir müssen hier in dem Bereich Material ineinander verschränken und hier vorne muss es dehnbar sein. Das bedeutet hier wieder ganz stark auf Edge Loops gehen, damit wir genug Fläche haben, um zu ziehen und hier zum Stauchen. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung einen Artikel über Limb Topology. In diesem Artikel lernt ihr, wie ihr euer Mesh von eurem Character designen müsst, damit es für Gelenke optimal vorbereitet ist. Den Fuß können wir ruhig ein ganzes Stück nach vorne ziehen. Das hier ist der Bereich, in dem die Zehen abrollen werden. Das bedeutet nicht das vorderste Zehengelenk oder ausschließlich einer der Zehen, sondern wirklich ein kleines Stück weiter hinten. Durch Weight Painting wird sich dann das Ganze noch ein bisschen verlagern, aber nicht zu weit vorne setzen, ansonsten kann der komplette Fuß nicht abrollen und er wird sich nur auf die Zehen begeben. Man kann grundsätzlich sagen, dass es nicht vor dem letzten Gelenk des großen Zehs sein sollte. Diese Knochen hier dienen zur Stabilisierung der Hüfte beim Einknicken vom Oberschenkel. Hier sollten wir auch darauf achten, dass wir den Oberschenkelknochen ein Stück weiter nach innen setzen, ungefähr hier, und er dort das komplette Bein rotieren kann. Nicht so weit unten. Das Hüftgelenk sitzt relativ weit oben und so ist es auch hier, damit wir hier genügend Dehnung mitnehmen und die grundsätzliche Form beibehalten. Unsere Wirbelsäule ist am besten, wenn wir sie möglichst weit hinten setzen, aber dennoch mit einem gewissen Abstand zum Rückenmesh. Bei unserem Kopf sollte das Ganze etwas mittiger sein. Hier. Den für die Atmung sehr wichtigen Breastbone hier oder Brustkorb setzen wir noch ein Stück nach vorne. Wir können die hier auch noch verlängern. Das ist ein Unisex-Rig, das bedeutet, es wird bei beiden Charaktertypen verwendet, egal ob das jetzt eine männliche oder eine weibliche Körperform ist. Sie ist besonders nötig, wenn wir eine Atmung simulieren, da sich der Brustkorb hebt und senkt und das lässt sich am besten über diese Knochen steuern. Die Schlüsselbeine sollten innerhalb vom Mesh sein. Sie stabilisieren den Oberkörper bei starken Dehnungen von unseren Oberarmen. Bevor wir mit dem Face Rig beginnen, sollten wir unsere Wirbelsäule fertigstellen. Dazu blenden wir erstmal alle Knochen aus, die nichts mit der Wirbelsäule zu tun haben. Und jetzt passen wir noch unser Genick an. Dieser Knochen hier sollte ungefähr knapp hinter dem Wangenknochen enden. Spine 006 ist unser Kopf. Das bedeutet, er wird die komplette Rotation von unserem Kopf angeben. Und der innenliegende Knochen hier ist der Face-Knochen. Den setzen wir auf die gleiche Position, wie es unser Headbone hat. Er nimmt dann das komplette Face-Rig mit. Und jetzt kümmern wir uns darum, dass unser Gesicht an Ort und Stelle ist. Als erstes blenden wir wieder die Knochen aus, die wir momentan nicht verwenden möchten. Aktuell ist unser Face Rig zu groß. Unser Gesicht ist lang nicht zu groß. Das bedeutet, wir gehen hier wieder auf Bounding Box Center, damit wir einen ordentlichen Scale haben und werden es erstmal in der Größe anpassen und in der Rotation. In unserem Fall ist es geschickter, wenn wir die Haare ausblenden, damit wir mehr vom Kopf sehen. Kümmern uns jetzt als erstes um die Ohren, dass wir die in die richtige Position setzen. Das ist die hier. Und danach blenden wir den entsprechenden Knochen aus. Das machen wir genauso auf der anderen Seite. Und so werden wir uns jetzt Stück für Stück weiterarbeiten. Das heißt, als nächstes kommt der Unterkiefer. Der sieht einigermaßen in Ordnung aus. Und immer schauen, welchen Knochen ihr gerade bewegt. Das heißt, wenn ihr hier draufklickt, seht ihr links oben, was das für ein Knochen ist. Das ist die Chin-Kette, den können wir noch ein bisschen anpassen, indem wir ihn noch ein bisschen nach oben setzen. Dieser mittlere Knochen sollte unser unteres Kinn ungefähr so abschließen. Wir haben hier noch seitlich eine
eine Jawline. Passt sie ungefähr so an, dass sie sich eurem 3D-Modell von der Oberfläche her anähneln. Bei meinem Charakter ist es zum Beispiel jetzt die obere Stirn, zu weit innen. Hier können wir auch mit einem Scale-Befehl arbeiten. Die Augen sind ein zusammenhängender Strang, den wir jetzt ins Zentrum setzen. Ungefähr so. Hierbei darf ruhig das Augenlid hier weiter rausstehen, denn es wird auch gleichzeitig der Schließmechanismus sein für die Augenlider und der geht ein Stück weiter rein. Ihr könnt hier wirklich am Augenlidrand entlang arbeiten. Und diese Augenposition, die ist sehr wichtig, die sollte natürlich im Zentrum unseres Auges sein. Für die Augenposition gehen wir am besten in den Wireframe-Mode, dann sehen wir unseren Augapfel am besten. Wir markieren IL für das linke Auge und positionieren es ungefähr so. Schauen von der Draufsicht, ob das in Ordnung ist. Hier sind wir in der Mitte unseres Augapfels, das ist völlig in Ordnung. Das hier ist der obere Wangenknochen, den können wir noch ein Stück nach unten ziehen. Die Nase noch ein bisschen nach innen. Ungefähr so, das ist in Ordnung. Unsere Nasenspitze wird noch korrigiert, die schaut noch ein bisschen zu weit raus. Sie hat einen großen Teil der Mimik, zum Beispiel beim Lächeln spannen sich die Nasenflügel zur Seite und das kann definitiv damit beeinflusst werden. Hier könnt ihr der Kontur eurer Lippe folgen. Schaut, dass die Mundwinkel einigermaßen passen. Ich empfehle euch übrigens, dass ihr den Mund geschlossen modelliert. Hier seht ihr ein Worst Practice Beispiel. Ich habe einen offenen Mund modelliert mit geöffneten Zähnen und das ist ein Problem, denn wenn wir den Mund später schließen wollen, haben wir ein großes Problem, dass die Zähne auch zum richtigen Zeitpunkt aufeinandertreffen, die innenliegend modelliert sind. Daher empfehle ich, modelliert von Anfang an einen geschlossenen Mund und Zähne, die bereits so aufeinander liegen, wie sie im geschlossenen Zustand sein sollen. Blendet alles aus für euren Mundinnenraum mit den Zähnen und der Zunge, bis auf euren Teeth Top und Teeth Bottom sowie die drei Tongues. Die können wir genau so hinsetzen, wie unsere Zunge auch gebaut ist. Das heißt von hier nach hier nach hier. Und die Zähne können wir ebenfalls so setzen, wie wir sie benötigen. Und damit ist unser Charakter mit einem Meta-Rig ausgestattet. Aufgrund dieses Meta-Rigs werden wir jetzt unser Control-Rig erstellen. Vorher müssen wir allerdings bei unserem Rig unseren Scale applyen. Das heißt, wir gehen in den Object-Mode und werden hier unseren Scale, der momentan noch falsch ist, applyen mit STRG A All Transforms. Ich möchte euch jetzt nochmal warnen. Es gibt nämlich ein erhebliches Problem mit Rigify und Fingern. Und wahrscheinlich lauft ihr in die gleiche Falle wie ich so oft und ich kann euch dazu gleich die Lösung sagen. Um folgendes Problem zu vermeiden, und zwar diese Monstrosität, die wir hier erschaffen haben, müssen wir folgendes ändern. Wir gehen mit unserem Rig in den Pose-Mode und schnappen uns dann den ersten Knochen der Fingerpartie und gehen auf Knochen und von Automatik bei Band Rotation Axis gehen wir auf X Manual. Und das Ganze machen wir bei jedem einzelnen dieser Knochen dieser Reihe. Das heißt, das erste Fingerglied nach der Hand wird abgeändert. Diesen Wert gibt es auch ausschließlich bei diesem einen Knochen, bei dem und das auf der anderen Hand auch. Und danach ist unser Problem verschwunden. Nachdem wir unsere Fingerknochen soweit angepasst haben, können wir aus unserem Meta-Rig ein Control-Rig machen. Dafür sicherstellen, dass alle Transforms angewendet sind, sowohl bei unserem Mesh als auch bei unserem Rig. Könnt auch alles markieren, STRG A, All Transforms. Das nächste, was wir machen müssen, ist unser Rig zu einem Control Rig umzuwandeln. Dafür gehen wir hier auf Armature und hier auf Generate Rig. Das dauert jetzt ein paar Sekunden
und erstellt aus dem aktuell platzierten Meta-Rig einen Control-Rig. Unser Meta-Rig ist ab jetzt nicht mehr nötig, das heißt, wir können es ausblenden und arbeiten nur noch mit unserem Control-Rig. Dieses Control-Rig wird bereits mit Inverse-Kinematik sowie Forward-Kinematik generiert. Aber als erstes müssen wir jetzt unser ganzes Mesh an dieses Control-Rig binden. Das funktioniert, indem wir alles markieren und als letztes unser Rig. Danach mit STRG P und Automatic Weights. Ein automatisches Weight Painting wird dadurch ausgeführt. Und wir können jetzt, wenn wir auf unser Rig klicken und dann auf den Pose Mode wechseln, unseren Character steuern. Wir testen, ob die Grundfunktionen funktionieren und sehen, dass wir hier einen Stretch haben. Um diesen Stretch zu verhindern, wählen wir die entsprechenden Bereiche aus. Wir haben 4 Inverse-Kinematik-Stellen. Wer nicht weiß, was Inverse- und Forward-Kinematik ist, dem verlinke ich unser Tutorial rechts oben. Wir haben hier unten eine Auswahl der verschiedenen Layer. Ich möchte aktuell jetzt nur die 2 Inverse-Kinematik-Hände und Füße sowie den Torso haben. Dazu wähle ich einfach alles ab, was ich nicht benötige. In dem Falle wollen wir bloß die Beine, IK, sowie unseren Torso und die Arme, IK. Wenn ich nun diese Objekte anschauen will, sehe ich, dass sie hinten verschwinden, die sind nicht durchsichtig. Das bedeutet, ich muss erstmal im Pose-Mode das Ding wieder auf Forward setzen. Dazu gehe ich im Armature auf Viewport-Display und sage In Front. Der nächste Schritt ist, dass wir wieder zurück in den Pose-Mode gehen. Ich meine 4 Inverse-Kinematik-Stellen anklicke und den IK-Stretch deaktiviere. Mit deaktiviertem IK-Stretch wird unsere Topologie nicht mehr gestretched, wenn ich über das Maximum hinausziehe. Wenn ich nun wieder unseren Torso nehme und ihn nach hinten ziehe, wird sich der Charakter nicht mehr verformen, sondern von seiner Ursprungsposition wegbewegen. Testet aus, ob alles euren Bewegungen folgt oder ob ihr noch Probleme habt beim Parenting. Hier könnt ihr auch sehen, ob sich eure Ellbogen so biegen, wie ihr es wünscht, oder ob ihr vielleicht nochmal zurückgeht und euer Meta-Rig anpasst. Nun zeige ich euch, was es mit den Fingern auf sich hatte, weshalb wir unsere Rotation verändern mussten. Dazu gehe ich auf die Finger, deaktiviere den Rest und skaliere nochmal. Wir sehen bereits, dass die sich alle in einer Linie befinden. Genauso soll es sein. Diese Flächen hier müssen alle auf einer Achse liegen, damit sich beim Einskalieren dieser Quadrate die Finger alle in die gleiche Richtung, Richtung Handgelenk beugen. Jetzt haben wir eine realistische Hand, die sich auch mit Rotation genau da beugt, wo wir es wünschen. Am geschicktesten ist es immer, bevor ihr euer Rigify Control Rig aus eurem Meta Rig generiert, wenn ihr euch eine Sicherheitskopie macht. Sobald ihr also feststellt, dass ihr grobe Schnitzer habt, am besten wieder das Meta Rig herstellen und danach eure Anpassung machen und neu generieren. Das ist der sauberste Weg, denn ein generiertes Meta Rig wieder zu entfernen, wenn bereits ein Control Rig drauf ist, ist ziemlich umständlich.